So, also heute fahren wir zur Uhrmacher mit der Uhr. Eine schöne Fortis Marine Master. Habe ich gekauft, bleibt aber ab und zu stehen. Ja, lassen wir mal checken, was da los ist. Wird überarbeitet, Gehäuse poliert etc. Ein bisschen. Das Gehäuse sieht auch nicht so toll aus. Hier habe ich mir gerade neu gekauft. Originale Krone, originales Blatt, originale Zeiger. Leuchtmasse ist ein bisschen weg. Ja, ist halt schon alt, ne? Ist von 68. Schönes Ding. Wir schauen mal, was der Uhrmacher sagt dazu. Und dann gucken wir mal, wie es am Ende läuft. Familie ist dabei. Sind alle jetzt endlich mal ruhig. Das ist ein neues Auto. Günstigst gekauft. Ein alter Golf. 5. Schönes Stück. Für Malis habe ich den gekauft. Damit sie endlich mal einen Ansporn hat, einen Führerschein zu machen. So, gucken wir mal. Läuft. Bei uns läuft es immer. Sagst du. Ja, und die Kilometerleistung ist echt. 24.542 Kilometer. Das ist natürlich super. Ja. Gut, auf zum Juwelier. Ja. Also meine Uhr ist weg. Jetzt trage ich diese olle Uhr wieder. Aber das ist die olle Uhr, so eine schöne Uhr. Aber im Gegensatz zu der anderen natürlich nicht mechanisch. Schade. Hier ist eine Reparatur. Braucht eine ganze Weile, bis die fertig ist. So. Ja, gucken wir mal. Lassen wir uns überraschen. Einfach. Ja. Aber wir waren auch alle was essen, oder? Ja. Und wie war's? Lecker. Oder? So muss es sein. So sei es denn. Hab das nicht, Papa. Ich kann Leute essen. So richtig im Arm. Hast du eine? Ich umarme gerne. Ich umarme gerne. Ja. Um jetzt auch mal zu hart zu regnen. Und jetzt warten wir hier im Auto, weil es regnet wie Sau. Oh, Oma, wo willst du denn hin? Und da komme ich raus, die ist echt eng. Die Tür nicht aufmachen, da kann ich die Tür nicht aufmachen. Heute ist Markttag bei uns, wir kriegen die Tür nicht auf. Ja. Ich warte jetzt. Genieß den Blick. Also, jetzt wird es ruhiger. Also, Werk wird gereinigt. Was hat er neu gesagt? Gehäuse poliert. Dichtung ersetzt. Werkhalteschraube ersetzt, weil die war abgenutzt, die war lose, die hält nicht mehr im Werk. Also das Werk, entweder die Winde am Werk, aber ich hoffe mal, die Schraube ist eigentlich nur durch. Müssen wir mal gucken. Oder dort, eine ganze Menge zu machen, ehrlich gesagt. Werk komplett auseinandernehmen, reinigen, Dichtung ersetzen, von den Krone, vom Boden aufarbeiten, Gehäuse aufarbeiten. Werkhalteschraube ersetzen, ja, das war's. Also, und bis ich den Kostenvoranschlag habe, beziehungsweise die Uhr dann fertig, aber eine Woche, meint er, dann habe ich zumindest mal eine Preisvorstellung und dann schauen wir mal, wie lange das dauert, das zu machen, und ich freue mich auf die neue Uhr, denn wenn die fertig ist. Jetzt brauche ich nur noch ein passendes, Armband. Jetzt brauche ich nur noch ein passendes Armband, dann ist die perfekt. So, und dann trage ich sie. Dann bleibt sie bei mir. Nee, ich werde sie dann offerieren, inserieren natürlich zum Verkauf auch, weil ich habe einen Haufen Uhren. Nichts geht über eine Uhrensammlung. Wisst ihr ja, die teuersten oder die besten Videos, die angeschaut werden, die sind von den teuersten Uhren. Ne? Und so eine Uhr will mir ja, einer meiner Töchter hat ja schon gesagt, sie kauft mir so eine Uhr auch. Wer war denn bitte? Eine meiner Töchter kauft mir ein Auto, hat sie gesagt. Das ist ein Auto, das war genug. Und einer hat gesagt, die kauft mir eine schöne Uhr. Skadi war das. Skadi war das. Naja. Und ich? Und du? Du kaufst mir eine Tüte Chips. Gummibärchen. Achso. Ich hab was anderes gesagt. Okay. Was hast du gesagt? Und Lumen hat Helikopter. Helikopter. Also bin ich schon quasi Millionär. Weil ich krieg schon schöne Uhren, schöne Autos und einen Helikopter von meinen Kindern. Und eine Tüte Gummibärchen von Ona. Der Clan. Ja.
Na, ist natürlich Quatsch. Ja, eher andersrum. Aber wenn ich einen Helikopter habe, dann hast du nichts. Ich bin ein kleines. Was habe ich denn? Ich bin ein kleines Gummibärchen-Tüte. Ach, du willst eine? Ja, kriegen wir hin. Ich bin ein großes. Ja, naja, ehrlich gesagt, brüll keine Uhren mehr. Ist ja schön und gut und schön. Aber ich freue mich natürlich, dass meine Kinder auch so begeistert sind von den Sachen. Ich bin Geister. Ich bin Geister. Und somit bis demnächst.